So, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Stronghold Legends, dem quasi Nachfolger von Stronghold 2 und natürlich von den Firefly Studios, wie alle Stronghold-Teile. Und überraschenderweise muss ich irgendwie mehr an Borderlands denken, 2K gepublished. Das Intro. In einer Zeit voller Grauen, in der die Welt alle Hoffnung verlor. Weißer Riese, die schlaue Art zu waschen. Wird ein Junge zum König. Na, und wer ist das? Name zur Legende. An alle Geschichtskenner? Natürlich Spartacus! Nee, Artus. Verarscht! Stronghold Legend. Ja, hat was. Wow, das Spielerlebnis kann sich online ändern. Ja, ich weiß warum, weil man aufs Maul kriegt. Ohnegleichen. Hallo, Drache. Willkommen, Herr. Ich würde jetzt gern sagen, ich spiele das 100% blind, weil ich habe Stronghold Legends wirklich noch nie gespielt, aber ich habe mal kurz reingeblinzelt und auch hier das Hauptmenü schon gesehen und auch ein kleines eigenes Gefecht gestartet, um den Sound richtig abzumixen. Und ich habe, glaube ich, schon ein Profil erstellt. Lot Udwin. Genau. Ach, wir können auch einen Avatar auswählen. Ich möchte mal jetzt mit einem Totenschädel. Das ist so irgendwie so weisend. Ja, genau. Das ist doch passt. Warum hat so vieles einen Totenschädel? Wow, wow, wow. Diablo-Style fast. Okay, wird immer mehr Diablo-Style. Ein Werwolf. Noch ein Werwolf. Das hat was. Das war's schon fast. Oh, Drache. Ah, ich nehme mal an, Merlin, Artus. Und das war's schon. Dann würde ich fast sagen, wir nehmen... Ich möchte nichts mit einem Totenschädel. Das kommt doch so pessimistisch rüber. Das ist doch in Ordnung. Wappen. Was nehme ich dann? Was steht denn zur Auswahl? Ein Hirsch. Baratheon. Nee, war ein Scherz. Wir sind hier nicht bei Spartacus und wir sind auch nicht bei Game of Thrones. Die Schlange. Was ihr mit euren Totenschädeln habt, Leute. Oh, das sieht echt aus wie der weiße Baum Gondors aus Herr der Ringe. Ich weiß nicht. Schneeflocke. Winter is coming. Ja, gebrauchen wir jetzt eigentlich bloß noch einen Wolf. Eine Hand. Eine Axt. Zwei Hämmer, wenn wir sowieso schon die Streitkolben haben. Ein Turm. Was auch immer du bist. Ja, genau. Tolles Wappen. Ich weiß, lange Wappen auszusuchen ist jetzt doof, aber hey, wir wollen uns identifizieren. Ein Pferd, das ist doch toll. Wollten wir nicht schon alle mal eine Lasagne sein? Oh, römisch. Fledermaus. Gibt's hier nicht sowas? Yin-Yang-Zeichen. Nicht schlecht. Ein Käfer. Oh Gott, hier gibt's sau viel. Ja, eine Spinne. Ich bin doch nicht verrückt und gebe mir eine Spinne als Zeichen. Aber vielleicht nehme ich wirklich so einen Löwen. Oder ein Adler. Adler hat auch was Tolles. Weil so ein Löwe, das erinnert mich dann doch zu sehr an die Lannisters. Sieht auch fast wirklich, glaube ich, wie das Wappen von denen aus. Das ist ein Greif. Und hier ein Adler. Ein Einhorn. Oh, wie süß. Nehmen wir den Adler. Was soll's. Okay, lang genug herumgefingert. Jetzt wird gefistet. Okay, was machen wir denn? Ich glaube, hier gibt es keine... Oh doch, es gibt eine Lehrstunde. Ich weiß nicht, wollen wir die machen? Ich glaube, das erklärt mal wieder die allergrößten Grundlagen. Ich glaube, das meiste lernen wir sowieso. Ich glaube, das hat keinen großen Unterschied zu Stronghold 2. Von daher machen wir die Legendenkampagne und vielleicht sogar den Legendenpfad, je nachdem, wie viele Leute zugucken, wie vielen Leuten das Let's Play gefällt. Legendenkampagne. Oh. Ah, okay. Die Ankunft der Sachsen. Von König Artus. Ah ja, okay. Leicht, mittelschwer. Es hat sogar Schwierigkeitsgrad in die Kampagne und wir fangen mit der guten Kampagne an, wie es aussieht. Also Artus. König Artus, Eis und Böse. Oh, der Lord Böse. Okay, dann schauen wir mal. Ankunft der Sachsen. Ich hoffe, hier wird verständlich gesprochen. War nur ein Schatz. Im Jahr des Herrn 450 nach Christus kam die Dunkelheit der Stämme über uns. Niemand konnte sie aufhalten, denn die Dunkelheit hatte den Schlüssel zu unserem Land erhalten. Der stolze Tyrann Vortigern hatte die ehrlosen und wilden Sachsenstämme eingeladen, sich hier
zur Sicherung unserer Grenzen anzusiedeln und mit uns die Nahrung zu teilen. Nett, nett. Aber wir wurden von jenen betrogen, die wir Brüder nannten. Weniger nett. Sie hinterließen nur blutgetränktes Brachland. Brachland? Als Ufa Pendragon aufstand, gab er uns neue Hoffnung, dass diese Flut abgewendet werden könnte. Nun, da auch er an der unerbittlichen Brandung zerbrochen ist, gibt es nur noch wenige gute Retter in diesem zersplitterten Land. Einem Land ohne Anführer, ohne König. Nicht schlecht. Gesprochene Texte, Missionsbeschreibungen, also bis jetzt gefällt es mir eigentlich ganz gut. Aber Ute, Brachland, ich glaube, so ein bisschen, ich fühle mich gerade mehr in der Warcraft-Historie als, als bei König Artus. Aber okay, kann ja auch Zufall sein, muss ja nicht abgekupfert sein. Dann würde ich mal sagen, los geht's. Einer von Sir Bedivers Fußsoldaten ist in der Burg angekommen und hat uns informiert, dass sein Herr beim Rückzug vor den vorrückenden Sachsen verletzt wurde. Oh. Er liegt mit einer Handvoll loyaler Männer tief im Wald. Dieser Ritter ist ein grimmiger Kämpfer mit Schwert und Schild, my Lord. Er wäre ein ausgezeichneter Verbündeter gegen die sächsischen Eindringlinge. Sucht ihn und bringt ihn in die Sicherheit der Burg. Doch gebt Acht, im Wald gibt es mehr als nur Eicheln. Ja, Kastanien, Eichhörnchen, ganz schlimme Sachen. Sag mal, wie hardcore ist der eigentlich? Ein genüsslichen Bier in der Hand, während ihr... Ach, da ist er wieder, das symbolische Arrow in the knee. Sieg, befreit Sir Bedivere und bringt ihn zu eurem Bergfried. Hilfst umzuschlagen, stirbt. Gibt's Tipps? Cool. Die Strecke, die vor euch liegt, wird stark von Sachsen patrouilliert. Prüft alle möglichen Wege und wählt sorgsam. Sachsenkrieger sind zäh und jeder von ihnen spricht einen unverständlichen Akzent. Ach nee, Moment. Jeder von ihnen kann ohne Probleme mehrere Lanzenträger ausschalten. Och, das ist gemein. Eure Lanzenträger beherrschen einen tödlichen Speerwurf, können jedoch immer nur einen tragen. Sie erhalten mit der Zeit Nachschub, also lasst euch Zeit. Ja. Okay, das mit dem Speerwurf ist schon wie in Stronghold 3, dass die schon den Speerwurf können. Das ist toll. Haltet euch schon nach größeren Fernkampfpatrouillen. Vergesst nicht, wenn ihr Sir Bedivere erreicht, müsst ihr zurück in die Sicherheit des Bergfrieds. Alles klar. Beste Waffe sind Überraschungen. Hinterhalte locken. Ich kenne den Schwachpunkt der Sachsen. Wir können sie mit Bananen ablenken. Eins wird sich in Jahrtausenden nicht ändern. Nee. Niedrig, ach, das ist der Schwierigkeitsgrad, alles klar. Lassen wir auf normal. Lehrstunde will ich nicht. Einer von Sir Dann, Bedivers ich Futter weiß Bescheid. Los geht's. Willkommen zurück, my Lord. Dankeschön. Wir sind in einer verzweifelten Lage. Die Sachsen sind über uns hergefallen. Unser kleines Lager in den Ruinen ist alles, was von Uthers Armee noch übrig ist. Oh. Unsere einzige Hoffnung liegt darin, dass ihr Sir Bedivere bald findet. Sind es nicht Axtkämpfer? Erinnere mich an Axtkämpfer, die Sachsenkrieger. Euer Befehl, Sire. Okay, machen wir euch mal zwei Trupps. Ihr braucht euch um unsere kleine Siedlung keine Sorgen zu machen, my Lord. Ich werde mich darum kümmern, während ihr Sir Bedivere zur Rettung eilt. Alles klar. Schauen wir mal die Formationen durch. Okay, das ist die offene. Marschieren. Das ist die einfach ganz locker, ohne irgendwie Sinn. Und die Linienformation. Ich glaube, die Linienformation ist besser. Dann machen wir es mal fast wie bei den Römern mit ihren Pilum-Speeren. Vorwärts, Männer! Dass wir die jetzt nacheinander in zwei Reihen die Dinger werfen lassen. Oh, okay, wir lassen... Okay, das sind die Patrouillen, verstehe. Ja, von meiner Rome-Zeit weiß ich noch, wie man so mit Pilum-Infanterie umgeht. Noch aus der Römerzeit. Und da die einen Speer werfen, sind die daran ziemlich ähnlich. Könnt ihr noch nicht werfen? Ihr könnt auch einen Speer werfen, oder? Kommt. Bisschen näher und die zweite Reihe schießt später. Berichten, dass es in den Wäldern, die uns von Sir Bedivere trennen, vor Sachsen nur so wimmelt. Ihr solltet Leute. Vorwagen. Okay, das könnte leicht problematisch werden. Okay, jetzt müssen wir in den Nahkampf. Unsere Truppen werden angegriffen. Na. Kommt. Bäm. Okay, wir wissen, wohin müssen wir? Dahin, alles klar. Regeneriert ihr eure Speere, Leute? Ich habe irgendwie so das Gefühl, nein.
Ich habe gerade so das Gefühl, ich habe schon versaut, weil ich die Patrouille da links mitgemacht habe. Gut, ganz versaut haben wir es nicht, aber sagen wir es mal so. Wenn die Sperre jetzt nicht nachgeladen werden, habe ich mir ja gerade einen wichtigen Vorteil verspielt. Das machen wir eben nochmal neu ab geht's. Und machen es so, dass wir der Patrouille aus dem Weg gehen. Lage. Die Sachsen sind über uns hergefallen. Unser kleines Lager in den Ruinen ist alles, was von Uthers Armee noch übrig ist. Unsere einzige Hoffnung liegt darin, dass ihr Sir Bedivere bald findet. Alles klar. So, dann kommt mal her und macht eure Speere. Macht tolle Sachen mit euren Speeren. Aber werft sie bitte. Siedlung keine Sorgen zu machen, my Lord. Ich werde mich darum kümmern, während ihr Sir Bedivere zur Rettung kommt. Ein paar Speere sind, glaube ich, noch übrig. Das macht ihr eben. Kommt, kommt, kommt. Restliche Speere. Bam. Haha. Und weiter durch. Besser. So gefällt es mir besser. Beeilt euch mal, solange noch keine Patrouillen da sind. Oh, verdammt, was kommt denn da? Vorwärts! Aufs Schnellste! Okay, bereitstellen, Sperre werfen. Los, 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 los. Hopp, 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 hopp. Mehr, 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 mehr. Okay, mehr haben wir nicht. Eure Soldaten sind bereit. Zu den Lanzenträgern wurden Schwertkämpfe. Einhandschwertkämpfe. Ja, Sire. Oh Gott, ey, halten die viele aus, die Axtkämpfe, ey. Kommt, ihr patrouilliert jetzt doch bitte weg. Jetzt können wir die eigentlich da, die jetzt... Waffenbrüder, vorwärts! Wow, 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 wow. Ah, die kriegen Sperre zurück. Die kriegen doch ihre Sperre zurück. Cool. Da warten wir doch ein bisschen, bis die wieder ihre Sperre haben. Was ist denn das? Ist das eine Art Zeitle... Oh, 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 fuck, oh, fuck, oh, leco mio, der Arschko. Na, wie kaputt. Dankeschön. Ja, keine Verluste. Jetzt müssen wir bloß ein bisschen warten. Ich glaube, wir haben kein Zeitlimit, oder? Ja. Dann machen wir mal eben die Spielgeschwindigkeit höher. Oh, es steht mal oben in der Mitte. Tatsächlich, sie bekommen ihre Sperre zurück. Dann passt es doch. Zum Glück habe ich die alte Auswahl noch. So. Wenn, dann machen wir das vorsichtig. Ich glaube, das reicht jetzt schon fast, dass wir wieder in Formation gehen können. Die Sachsen haben mehr Patrouillen, als ich dachte, mein Lord. Wir wirklich? Sollten sie so gut wie möglich umgehen. Ja, was denkst du, was ich hier versuche? Aber auch nur versuche, weil da wieder irgendwie was von der Seite kommt. So, Speere sind so gut wie alle wieder da. Die Patrouillen werden gleich ein bisschen aufgemischt, nehme ich an. Oder auch nicht. Ihr geht mal ein bisschen vor. Wams. Ja, genau. Speer im Nacken, aber Hauptsache... Oh, cool, Wasser. Leute, Leute. Zack, los. Noch eins vor. Immer abwechselnd vorrücken. Der eine deckt den anderen, das ist wichtig. Die Speere schauen irgendwie komisch aus, aber ich habe ja auch Fluglinien eingestellt. Warum ich Fluglinien einstelle? Nun ja, das erinnert mich am meisten an Stronghold 1, diese Pfeilspuren zu sehen. Und das ist einfach cool. Ich mag Pfeilspuren. Okay, das haben wir auch so weit geklärt. Ach, Leute. Lasst doch einfach alle frei. Ich glaube, mit einem richtigen Sturmangriff würden wir das jetzt schaffen, aber ich bin da doch lieber verlustarm. Na komm, machen wir mal wieder die Zeit hoch, dass wir nicht zu lange warten müssen. Wenigstens sagt ihr jetzt nicht mehr, ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Wo bin ich hier? Hilfe! Yay, jetzt haben wir gleich alle wieder mit Speeren. Das ist toll. Was ist nur ein Mann ohne seinen Speer? Ohne das lange Ding in seiner Hand. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Sein Stoßwerkzeug. Den Speer. Den er natürlich auch werfen kann. Jetzt würde ich mal aufhören. Waffenbrüder, vorwärts! So, bereit machen. Nacheinander werfen, bitte. In Wellen. Nicht alles auf einen. Ja, jetzt haben die meisten ihre Speere verbraucht. Jetzt sind wir ganz glücklich, weil wir wieder warten müssen. Toll gemacht. In Bewegung. Aber ich glaube, hier kommen keine Patrouillen mehr zu uns. Wow, Bogenschützen. Ihr seid Wichser. Hallo, wer bist du? Uiuiui, der Hardcore-Säufer. Schön, dich kennenzulernen. Ich habe schon viel von dir gehört, Hardcore-Säufer. Ja, nochmal schneller, ich möchte nochmal alle Speere haben und dann geht's ab zum letzten Gefecht.
Ich wette, man kann das ganz schnell einfach mit Durchwaschen schaffen, aber hey, ich mach's mal lieber vorsichtig. Bin ich froh, wenn wir dann endlich Einheiten bauen können und einfach verheizen können. Ich meine, ich taktiere gerne, ich spiele auch gerne Taktikspiele, aber ich mag Strategiespiele mehr, weil ich es nicht mag. Also, ich gehe schon gern taktisch mit Leuten um. Aber ich habe gerne das Gefühl, dass ich meine Truppen verheizen könnte, wenn ich es wollte, weil ich immer wieder nachproduzieren kann. Aber wenn ich quasi dazu gezwungen werde, mit meinen Truppen immer vorsichtig zu sein, dann habe ich irgendwann so echt das Gefühl, muss das jetzt wieder sein. So, ein paar Sperre haben wir noch. Das reicht, kommt. Wir warten wegen dem einen jetzt nicht ewig lang. Ein paar Sperre haben wir noch, die werden jetzt geworfen, dann wird alles gut. Zack. Unsere Truppen werden angegriffen. Achtung! Bäm. Umgenudelt, den Herrn. Hallöchen. Ich verkaufe diese tollen Staubsauger, hochleistungsfähig, bei jeder Teppichsorte. Ich habe diesen Narren doch gesagt, dass es nur ein Kratzer ist. Nach dem Kampf von Trefit musste ich mir meinen Fuß selbst wieder annähen. Aber ich danke euch trotzdem für eure rasche Hilfe, mein Freund. Wenn ihr mich sicher zu eurer Burg bringt, wird euch mein Schwertarm von Nutzen sein. Ich hoffe, dein Schwertarm ist besser als deine Beine. In eurem Namen! Wie ihr befehlt. Okay. Gebt mir Deckung. Du bist mal Nummer 3. Dann werden wir unsere Truppen mal neu formieren. Dann machen wir hier Trupp 1, Trupp 2 und ihr werdet mal ein bisschen 17, 21, dann passt das perfekt. Dann kommt ihr dazu, dann haben wir zwei 21er Trupps. Und ich soll euch zurück zur Siedlung bringen, was? Ja. Was zum Teufel? Eine Axt, die ganz glatt als Zweihandachs durchgeht und ein Schild. Ja, alles klar. Eure Soldaten sind bereit. So. Waffenbrüder, ja, wo sind sie denn? In Bewegung. Wie ihr befehlt. Was ist das denn? Das habe ich auch gesehen. Irgendwie, ich habe so ein kleines Gefecht halt gemacht, nur um den Sound zu testen, und da habe ich irgendwie dieses Kelch gesehen. Also gibt es jetzt wahrscheinlich neben Ehren noch irgendeine andere Ressource. Was ist das? Militärbericht. Bericht Ehre. Okay, irgendwas mit Militär. Vielleicht ist das sowas wie... Keine Ahnung, dass es sich im Kampf auffrischt. Wenn ich kämpfe, wird es hier besser. Das könnte natürlich sein. Das wäre ganz cool. Das erinnert mich schon fast dann an Age of Mythology, an das Gunstsystem. Bei den Wikingern war das ja auch so, dass die ihre Gunst im Kampf gekriegt haben. Ach ja, Age of Mythology, das müssen wir auch irgendwann mal let's playen. Ist ja sogar geplant. Bisschen leer, bitte. Zweite Reihe, feuerfrei. Bien. Nix da. Junge, du könntest ruhig ein bisschen schneller laufen. Menschenskind, ey, hast du die Gicht oder Gastritis oder sonst irgendwas? Oder gut, der hat eine schwere Rüstung an, klar, aber... Boah, ey, dagegen waren ja die Schwertkämpfer aus Stronghold 1 Triathleten. Los! Ach, wisst ihr was, wir machen mal schneller. Wahnsinn, selbst mit maximaler Geschwindigkeit läuft er irgendwie wie eine behinderte Seekuh. Ich glaube, die erste Mission braucht schon eine Stunde, allein weil er eine Stunde braucht, um rund zurückzulaufen. Hätten sie kein Pferd abstellen können. Gut, das wäre auch ein bisschen unrealistisch. Ach, wo kommt denn das Pferd her? Mensch, hier, der ganz allein zurückreiten können. Vorwärts! Aufs Schnellste! Zusammenbleiben! Junge, Junge. Lass dir ruhig Zeit. Warum? Warum sollte ich denn drängeln? Ich meine, vielleicht bist du ja vor der Jahrtausendwende da. Wäldern, die uns von Sir Bedivere trennen, vor Sachsen nur so wimmelt. Ihr solltet euch mit Vorsicht durch das Gehölz vorwagen. Ach, kann man durch die Bäume laufen? Nee, ich glaube nicht. Man kann sich nicht im Wald verstecken. Durch das Gehölz. Du bist so lustig, weißt du das? Lauf! Um dein Leben! Nicht vor den Sachsen, sonst hau ich den Speer direkt zwischen deine Schläfen. Wenn du nicht endlich mal hinmachst. Ja, jetzt guck mal, was du verursacht hast. Jetzt muss ich kämpfen, weil du so lange brauchst. Gut, ich habe zwar keine Verluste gemacht, aber ich musste kämpfen. Was das wieder kostet. Los, Freund! Bewegung!
Sir Bedivere. Und ja, ich habe sogar mal einen ganz kurzen Blick drin gehabt, was man alles so bauen kann. Und ich muss sagen, hey, es ist abgespeckt von Stronghold 2. Und ganz ehrlich, da mir Stronghold 2 zu umfangreich und zu komplex war, was die Wirtschaft anging, bin ich da eigentlich ganz froh drum. Von daher bin ich mal gespannt, wie sich das dann spielt, sobald wir mal endlich richtig bauen können. My Lord. Ja, my Lord. Düb, 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 düb. Nö, lass dir ruhig Zeit. Jetzt merkt er so, oh Mist, ich habe was vergessen, ich muss nochmal umkehren. Yay, Sieg. Ich glaube, so spannend hätten wir echt nicht umgehen müssen, wir hätten einfach durchwaschen können. Aber egal, wir sind cool, wir sind zu cool zum Waschen. Das verweht uns nur das coole Haar. Ja, habe ich jetzt gewonnen? Bei gutem Wein und noch besseren Weibern erholt sich Sir Bedivere rasch. Und was ist mit mir? Euch sein Schwert zur Verfügung. Warum kriegt nur der Wein und Weiber? Was ist mit mir? Ach, egal. Okay, das bin zweimal ich. Ich wollte schon sagen, ich wie. Ich habe auch gegen Lord Udwin gekämpft. Yay, wir haben eine Statistik. Das ist toll.